Und ich meine, wir hatten ja auch genug Zeit. Wir konnten immer super lange aufbleiben und so. Und das ist voll die schöne Kindheitserinnerung, auch wenn mein Bruder mich immer abgezockt hat. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. In 3 Tagen ist Silvester und ich freue mich total, ein bisschen zu feiern. Ich will in diesem Video einfach ein bisschen mit euch über Silvester quatschen. Kennt ihr das? Weihnachten ist vorbei, ihr hattet eine gute Zeit mit der Familie, vielleicht mit Freunden und jetzt steht Silvester vor der Tür und ihr seid irgendwie gar nicht richtig vorbereitet. Viele Erwartungen, vielleicht eine große Party, die ihr geplant habt. Vorsätze, Jahresabschluss und irgendwie steht da so ein Jahr 2023 vor der Tür, was ja noch ganz viele ungeschriebene Blätter hat und ihr seid irgendwie so ein bisschen planlos. Und für mich ist diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr immer so ein bisschen Zeit von Leerlauf. Die Zeit geht gefühlt viel langsamer rum, alles ist ein bisschen ruhiger und so. Ich finde das eigentlich ganz cool. Und dann kommt Silvester. Und ich kenne mittlerweile viele Leute, die Silvester irgendwie gar nicht mehr cool finden. Die das einfach nicht feiern, die das nervig finden, die es einfach unnötig laut finden. Gerade Menschen mit Tieren, mit kleinen Kindern. Aber ich finde, wir müssen an Silvester tatsächlich auch an die Menschen mit Kriegserfahrungen denken, was ja leider total aktuell ist. Und die einfach, ja, mit Knallen und Böllern und so ganz, ganz andere, sehr schlimme Assoziationen zum Teil auch haben. Das heißt, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, brauchen wir Silvester? Brauchen wir das noch? Ist das wichtig? Oder ist das eigentlich ja überholt, veraltet, unnötig? Denn ganz oft habe ich auf jeden Fall erlebt, dass Silvester auch irgendwie verbunden ist mit vielen Erwartungen. Ab jetzt wird alles besser. Ich starte voller Motivation und Elan und mit vielen guten Vorsätzen ins neue Jahr. Ab morgen ist die Welt eine ganz andere und so. Also wisst ihr so, heute noch das alte Jahr, das alte, alles, was ich vielleicht nicht geschafft habe, abschließen und morgen dann was ganz Neues. Ich habe das Gefühl, mit dem ganzen Glitzer, großen Partys, Glamour überall, tolle Outfits, bin ich manchmal überfordert und wünsche mir eigentlich gegen Ende des Jahres was ganz anderes. Mir geht es am Ende des Jahres eigentlich oft darum, mal zu schauen, was war das denn eigentlich für ein Jahr? Was ist alles passiert, nochmal zurückzuschauen, vielleicht auch mit ein paar Sachen nochmal aufzuräumen und dann eher aufgeräumt ins neue Jahr zu starten, als so, hey, cool, alles super. Das ist mir manchmal ein bisschen viel. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so oder vielleicht bist du auch der größte Silvester-Fan. Das kannst du ja jetzt schon mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Denn ich habe das Gefühl, Silvester polarisiert mehr und mehr. Gerade die ganzen Diskussionen um die Raketen, die Böllerei und so, soll es erlaubt werden, soll es verboten werden, da bilden sich ja auch wirklich Lager. Und ich finde, das zeigt ganz gut, wie man über Silvester und den Neustart ins neue Jahr so denken kann. Entweder so groß wie möglich, oder irgendwie vielleicht doch eher gemütlich mit den engsten Leuten, einfach gemeinsam aufs alte Jahr zurückschauen und schauen, was so im neuen Jahr für uns bereit liegt. Ich finde auch, in der Bibel haben wir schon einen ziemlich coolen Impuls dazu, wie wir irgendwie was Altes beenden können. Und zwar finden wir in Philipper 3, ich glaube in Vers 13, so einen coolen Spruch. Und ich weiß, man soll Bibelstellen eigentlich nicht aus dem Zusammenhang reißen, aber ich finde den so schön und der spricht mich total an, deswegen möchte ich ihn einfach mal nennen. Da steht sowas wie: Blicke einfach bewusst auf das zurück, was war, aber lass es dann auch los und konzentriere dich einfach mit aller Kraft auf das, was kommt und blick nach vorne. Und das ist für mich wirklich ein richtig, richtig schönes Motto für Silvester und auch so für die Zeit zwischen den Jahren, wo wir ja gerade irgendwie so richtig mittendrin stecken, dass ich wirklich schauen möchte, was ist eigentlich passiert? Was sind Dinge, die ich mir vielleicht vorgenommen hatte für dieses Jahr, vielleicht genau vor einem Jahr, die aber nicht eingetroffen sind oder wo ich Ziele auch nicht erreicht habe oder wo meine Erwartungen vielleicht auch wirklich übertroffen wurden. Also das kann ja total in beide Richtungen gehen. Und mir da bewusst Zeit zu nehmen, vielleicht nochmal aufzuschreiben, was war eigentlich, was war mir wichtig, welche Menschen waren mir wichtig. Ich mache das ganz gerne, dass ich dann einfach echt jetzt um diese Zeit nochmal so durch mein Handy gehe und gucke, was habe ich so für Fotos gemacht dieses Jahr, was habe ich alles erlebt. Meistens gehe ich tatsächlich auch nochmal meinen Kalender durch und schaue, was war denn eigentlich alles, um zu gucken, ja, womit war dieses Jahr gefüllt? Mit welchen Menschen habe ich mich getroffen? Wer war mir irgendwie wichtig? Wo habe ich meine Prioritäten gesetzt? Auch
das sehe ich total gut in meinem Kalender natürlich. Und manchmal ist es auch ein bisschen enttäuschend oder ja, blöd, dass ich vielleicht die Sachen nicht so gemacht habe, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Aber genau das sind dann die Sachen, wenn mir die immer noch wichtig sind, die ich auch, ja, wo ich irgendwie vielleicht mir selbst auch verzeihe oder ein bisschen weich mit mir bin und die ich dann auch gut ins nächste Jahr mitnehmen kann. Und genau das ist eigentlich auch so der christliche Ursprung dieses Festes Silvester. Einfach wirklich einen bewussten Neuanfang, Neustart, auch mit Gott. Das ist ja auch wirklich was total Sinnbildliches, dass wir auch immer wieder neu anfangen können, dass wir immer wieder eine zweite Chance kriegen, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, was war, sondern dass wir ja immer wieder gucken können, was möchte ich denn jetzt, was ist mir jetzt wichtig und immer wieder neu starten können. Und alles, was so daraus entstanden ist an Raketen, Silvester, Glamour, Bunt, hier und da, das ist total nett, finde ich. Das kann man auch alles gut nutzen und wenn man auf sowas steht, ist es ja überhaupt nicht verwerflich, absolut nicht. Aber ich finde es total cool, einfach nochmal zu schauen, worum geht es denn wirklich. Und ich muss auch sagen, dass ich einige Traditionen wirklich sehr feiere. Also ich finde Silvester gerade in meiner Erinnerung als Kind wirklich einen total besonderen Tag. Wir haben bei uns früher den Abend genutzt, um Monopoly zu spielen. Das war irgendwie so eine Tradition. Und ich meine, wir hatten ja auch genug Zeit. Wir konnten immer super lange aufbleiben und so. Und das ist voll die schöne Kindheitserinnerung, auch wenn mein Bruder mich immer abgezockt hat. Uns alle eigentlich. Aber es war einfach so ein, ja, so eine Zeit von Zusammensein, Spielen, Gemeinschaft und so. Und daran denke ich super, super, super gerne zurück. Und vielleicht habt ihr ja auch so Traditionen, die ihr total mit Silvester verbindet. Dann schreibt ihr doch super gerne mal in die Kommentare. Und ihr könnt auch gerne reinschreiben, ob ihr euch schon auf Silvester freut, mit wem ihr feiert oder ob ihr alleine feiert und was ihr so vorhabt. Ich und unser ganzes Team vom Hier-Kanal wünschen euch von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Happy New Year und auf dass es ein richtig gutes Jahr wird. Süß.